Hallo und willkommen hier bei kreuzfahrturlauber.de. Gemeinsam mit meinschiffberater.com bringe ich dich an Bord und damit begrüße ich euch zu einem XXL-Vlog hier von Bord der Mein Schiff 1. Ja, XXL ist hoffentlich nach dieser Kreuzfahrt nicht meine Kleidergröße, denn 35 Tage bin ich jetzt an Bord hier der Mein Schiff 1 auf dem Weg in die Karibik und anschließend auch wieder zurück. Also wirklich ein absolut einmaliges Ereignis und Routing. Naja, ganz so einmalig ist es nicht, eher dreimalig, denn das Schiff fährt insgesamt dreimal diese Route. Die erste hat jetzt gestern hier am 31.10.2021 begonnen und kommt am 5.12. zurück. Dann gibt es noch eine 38-tägige Tour über Weihnachten und nochmal ein 35-tägiges Erlebnis dann im Januar bzw. Februar. Ja, das ist wirklich ein einmaliges Routing und der Kreuzfahrtdirektor Anton meinte gestern auch bei seiner Durchsage, es ist erstmals in der Firmengeschichte von TUI Cruises so, dass man so eine Langzeitreise anbietet in die Karibik von Bremerhaven und anschließend auch wieder zurück. Wir fahren mit 10 Seetagen rüber, haben einen Zwischenstopp auf den Azoren in Ponta Delgada und dann stehen 8 karibische Inseln an, die wir ansteuern werden, unter anderem auch die Isla Catalina, eine Art Privatinsel, wo dann auch ein Buffet an Land aufgebaut werden soll und das All-Inclusive-Konzept an Land greift, also wirklich Dinge, die man vorher so noch gar nicht kannte. Anschließend geht es dann mit 11 Seetagen wieder zurück, über Madeira dann auf dem Rückweg und dann kommen wir wieder in Bremerhaven an, sodass man diese Route hier komplett ohne Flug genießen kann. Man fährt ganz entschleunigt rüber über den Atlantik und anschließend, nachdem man die karibischen Inseln erkundet hat, auch wieder zurück. Ja, eine ganz große Freiheitreise mit dem neuen Konzept von TUI Cruises. Alle Gäste sind geimpft und mit einem PCR-Test getestet. Kurz vor der Abreise dann nochmal auf Eigenverantwortung einen Antigen-Schnelltest. Ja, und damit hat man dann hoffentlich auch gute Grundlagen geschaffen, um hier ein möglichst unbeschwertes Reiseerlebnis zu ermöglichen. Ich freue mich auf die nächsten 5 Wochen hier gemeinsam mit euch. Ich fasse euch diese Reise hier komplett in diesem, oder kompakt, nicht komplett, kompakt in diesem XXL-Vlog zusammen. Freut euch also auf viele Eindrücke hier vom Schiff, vom Bordleben der Mein Schiff 1 und auch aus der Karibik. Viel Spaß! Der dritte von 4 Seetagen hier auf dem Weg zu den Azoren steht an. Wir befinden uns gerade mitten im Golf von Biscaya. Ein Gebiet, das für relativ viel Wind und Welle bekannt ist und so ist es auch heute. Das Schiff ist schön gemütlich in Bewegung, nicht zu unangenehm, aber ich finde genau richtig hier für eine Einstimmung auf die Atlantiküberquerung. Ja, und so ein Tag, ein Seetag, bietet sich natürlich wunderbar an, hier die Mein Schiff 1 zu genießen. Besonders entspannt in den Tag starten kann man immer mit einem Frühstück im Esszimmer, dem Restaurant hier hinten am Heck des Schiffes in der großen Freiheit. Normalerweise ja ein sehr großes Premium, alles inklusive Konzept hier an Bord, aber der Diamant hier hinten am Heck, das heißt das Restaurant Steakhouse, Cucinare und Esszimmer sind nicht im Reisepreis enthalten. Das Frühstück hier ist aber relativ günstig, 6,50 Euro pro Person für ein Gourmet-Frühstück mit hochwertigen Aufschnitt und dann auch eben Eierspeisen dazu. Es lohnt sich mal allein für die Atmosphäre, das Ganze hier zu genießen und so möchte ich heute hier entspannt in den dritten Seetag dieser Reise starten. Alternativ natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze wieder gut abzutrainieren hier an Bord. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, zum Beispiel das große Fitnessstudio oben auf Deck 16. Ein großartiger Ausblick, viele Geräte, man kann sich dort einfach ohne Anmeldung bewegen und trainieren. Alternativ steht auch noch der 440 Meter lange Jogging-Track zur Verfügung, da kann man auch seine Runden drehen. Also hier wird einem definitiv nicht langweilig. Zusätzlich gibt es nämlich auch noch verschiedene Sportkurse, die meistens dann gegen einen kleinen Aufpreis sind. Aber da kann man dann eben in kleinerer Runde dann auch noch ein bisschen unter Anleitung Sport machen. Nach 4 Seetagen auf dem Atlantik haben wir nun unser erstes Ziel erreicht, hier Ponta Delgada auf den Azoren. Wir sind hier auf der Hauptinsel São Miguel, die größte Insel der 9 Azoren. Ja, und hier sind wir jetzt heute den ganzen Tag und haben die Möglichkeit auf individuellen Landgang oder eben auf geführten Landgang. Ich habe mich heute für einen Ausflug zu den Tee- und Ananasplantagen entschieden. Das fand ich mal ganz interessant, denn ich war hier vor einiger Zeit, also vor wenigen Wochen tatsächlich sogar schon mal, 2 Tage auf dieser Insel
mit dem Mietwagen unterwegs und von daher dachte ich mir, heute mal was anderes machen, was ich noch nicht gesehen habe und dementsprechend euch auch noch nicht gezeigt habe. Und da geht es gleich los. 55 Euro kostet dieser 5-stündige Ausflug, also durchaus ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wie es dann so ist und ob es gut ist, das schauen wir uns jetzt an. Ja, wir haben heute einen Ausflug auf den Azoren, auf der Insel São Miguel, der Hauptinsel, und es ist wirklich wunderschön. Ich bin hier mit Monika und Angelika unterwegs, Zuschauer von mir. Wir kennen uns schon von einer vergangenen Reise. Wirklich wunderschön hier, oder? Ja, ganz super, die Insel. Und die Eindrücke, die man hier sammelt von einer Kreuzfahrt. Man kann aussteigen und guckt erstmal. Und dann kann man das vertiefen hier irgendwann mal. Man hat mal einen Eindruck. Ja, das ist wunderschön. Genau. Wir sind jetzt hier in welchem Ort sind wir hier? Ribeira Grande, genau, ja. Genau. Gut, dass ihr es wusstet, mir war es gerade nicht mehr im Kopf. Und ja, wirklich sehr schön. Die Sonne scheint inzwischen. Wir waren eben im Regenwald. So ein bisschen Einstimmung auf die Karibik schon mal, ne? Wenn wir da auch im Regenwald sind. Ja, Fabian, es ist hier extrem warm im Vergleich zu Deutschland, schätze ich. Und es ist hier auch eine Märchenbuch. Würde ich sagen. Ja. So lieblich. Es gefällt uns gut und wir lassen es uns gut gehen. Sehr gut. Wir haben ja auch noch Käse und Wein vor uns. Ja, Käse und Wein kommt auch noch eine Verkostung zur Ananasplantage. Und wir müssen sagen, wir haben die Reise ja nicht wegen dieser Insel gebucht. Es geht ja noch in die Karibik. Das ist ja eigentlich nur ein Zwischenstopp hier auf dem Weg dorthin. Ja, die Karibik. Da freuen wir uns dann auch drauf. Sehr gut. Ja. Heute Nachmittag geht's los mit Kurs auf die Karibik. Aber hallo. Was ein schöner und besonderer Gänsehautmoment, als wir uns gestern mit drei langen Tönen aus dem Typhoon der Mein Schiff 1 verabschiedet haben von Europa. Wir haben São Miguel nach einem wirklich sehr schönen Tag dort und einem schönen Ausflug verlassen. Ein kontrastreiches Programm an Land lag hinter uns und so sind wir nun auf dem Atlantik. Auf dem Atlantik unterwegs in Richtung Karibik mit 6 Seetagen und etwa 4400 Kilometern Strecke, die vor uns liegen. Herrliche Bedingungen seit den Azoren, muss man wirklich sagen. Vorher noch relativ winterlich und herbstlich auf der Nordsee. Jetzt hier auf dem Atlantik sommerliche Bedingungen. Schon am ersten, zweiten Seetag 24 Grad. Es steigert sich jetzt in den nächsten Tagen immer auf bis zu 30, 31 Grad, bis wir dann in der Karibik ankommen werden. Durch die Zeitverschiebung hier und den Wandel in Richtung Westen auf dem Globus bekommen wir fast jeden Tag eine Stunde Zeit geschenkt, sodass die Hinreise auch durchaus noch etwas länger ist als nachher die Rückreise. Sodass man die Mein Schiff 1 hier wirklich in vollen Zügen genießen kann.
Und mein Platz, mein Lieblingsplatz hier an Bord, ist definitiv der Bereich am Bug. Gerade hier mitten auf dem Atlantik, wo einfach nichts um einen herum ist, man sieht kein Schiff am Horizont, man hört nur das sanfte Meeresrauschen, ist das wirklich ein besonderer Ort der Stille, um hier den Ozean, muss man wirklich sagen, den großen Atlantischen Ozean, besonders intensiv wahrzunehmen. Ich grüße euch heute am 3. von 6 Seetagen hier auf der Atlantiküberquerung, denn wir haben nun die Mitte des Atlantiks erreicht. Wenn ich hier mal die Karte euch zeige, die ich hier schon mal aufgerufen habe, wir befinden uns eben gerade dort mit der Mein Schiff 1 und es sind etwa 2000 Kilometer bis zur nächstgelegenen Küste. Also wirklich ein sehr besonderes Gefühl hier zu sein, keine anderen Schiffe zu sehen, kein Land zu sehen und einfach diese absolute Stille des Atlantiks zu spüren. Kein Seegang derzeit, ganz entspannt fahren wir hier mit 15 Knoten in Richtung Karibik. Und das ist für mich eben ja, die große Freiheit, hier zu sein. Die ganz große Freiheit ist dementsprechend gerade das Hygienekonzept. So ist es so, dass man hier, wie auch auf der Mein Schiff 5, wo ich es euch letztens schon vorgestellt hatte in Griechenland, hier nur mit geimpften Gästen unterwegs ist und dementsprechend hat man einige Lockerungen. So gibt es keine tägliche Temperaturkontrolle mehr. Man ist wieder zur Selbstbedienung in den Buffet-Restaurants übergegangen. Man hat auch die uneingeschränkte Saunanutzung wieder eingeführt. Und viele weitere kleinere Maßnahmen, die dann letztendlich dazu führen, dass man hier an Bord wieder etwas mehr Freiheiten verspürt im Vergleich zu den Reisen im letzten Jahr, wo eben noch einiges nicht möglich war. Und das ganz Besondere, aber dazu kommen wir dann eben in der Karibik noch, sind eben auch individuelle Landgänge, die wieder möglich sind. Letztes Jahr war das Ganze ja nur in der Ausflugsblase sozusagen möglich, nach dem Bubble-Prinzip. Ja, und hier ist es so, dass das Ganze nun wieder mehr Freiheiten verschafft und ja, hier auf dem Atlantik hat man eh die ganz große Freiheit, wie ich finde, wenn man rausschaut, einfach nur mehr sieht und sich auf die Karibik freut. Guten Morgen, ja die Karibik ist in Sichtweite. Wir befinden uns gerade in der Hafenansteuerung auf Rotown auf Tortola, unserer ersten karibischen Insel, die wir hier heute dann gemeinsam auch entdecken werden. Ja, 6 Seetage liegen hinter uns, knapp 4400 Kilometer haben wir mit der Mein Schiff 1 nun zurückgelegt und umso größer ist die Freude, heute endlich an Land gehen zu können. Es war wunderschön, aber jetzt ist auch wieder Zeit für einen Landgang. Es geht heute auf eine Jeep-Safari. Erstmal über ja, nicht die klassischen Touristenwege, sondern eben ein bisschen über Offroad-Wege durch die Vegetation und Landschaft hier von Tortola. Und anschließend wartet dann noch ein herrlicher Naturstrand auf uns. Ich hoffe, dass ich nachher ein bisschen wie ein Chamäleon bin, dass das Wasser auch so türkis ist wie mein Poloshirt, dass man mich bestenfalls gar nicht sieht, weil dann ist das Wasser genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich bin sehr gespannt, nehme euch mit auf diesen 3,5-stündigen Ausflug für 65 Euro. Und ich würde sagen, wir lassen den Kapitän jetzt erstmal anlegen und dann geht es auch schon los, denn da vorne ist schon Rotown und unser Anleger, also dauert es auch gar nicht mehr so lange. Thank you.
Was ein großartiger Auftakt hier heute auf Tortola für diese Karibik-Rundreise mit der Mein Schiff 1. Ein wirklich schöner Ausflug, und Türkis war heute nicht nur die Farbe meines Poloshirts, sondern auch tatsächlich die des Meeres. Sowohl an unserem Strand, aber auch während der ganzen Fotostops wirklich immer großartige Kulisse. Die Insel hat mit ihrer Landschaft hier sehr, sehr viel zu bieten. Es lohnt sich wirklich herauszufahren aus Wauton, raus in die Natur hinein zu den Stränden. An dem Long Bay Beach, wo wir heute waren, der war an sich sehr schön. Man konnte sehr schön schwimmen, auch nicht zu voll gewesen. Aber direkt daneben eben der Flughafen gelegen. Gut, irgendwo müssen die Flugzeuge ja auch starten und landen. Das ist ja ganz klar. Auf so einer Insel ist der Platz immer beschränkt. Ja, aber an sich ein toller Auftakt hier in diese Reise, und morgen freue ich mich, euch da mitzunehmen auf St. Martin, auf der nächsten Insel, auf ein großartiges Abenteuer. Es geht los mit dem Sessellift auf 800 Meter Höhe. Von dort aus hat man dann einen tollen Ausblick und nachmittags oder noch eine Katamaranfahrt in die Abendsonne. Also genau die Lichtstimmung, die jetzt ist, bei der werde ich dann morgen auf dem Katamaran sein. Heute bin ich an Bord und werde jetzt noch zum Abschluss des Tages ein Getränk in der Hohen Luftbar nehmen. Hier meine Lieblingsbar an Bord, und dank des Premium All Inclusive ist das ja auch jetzt im Reisepreis enthalten, sich hier jetzt noch ein schönes Getränk zu gönnen nach diesem wirklich schon sehr schönen Tag und dem ersten Tag hier in der Karibik. Die Karibik ist in erster Linie ja für traumhafte Strände bekannt und dafür ja auch berühmt. Man kann aber natürlich auch einiges anderes hier erleben. So zum Beispiel heute hier auf St. Martin bin ich auf einem Aussichtspunkt. Sehr schön hier oben auf ungefähr 330 Meter Höhe. So zeigt es mir zumindest das Handy an. In der Ausflugsbeschreibung stand 800 Meter. Also das ist es definitiv nicht. Trotzdem sehr schön, hier mit dem Sessellift hochzufahren und diesen Ausblick, 360-Grad-Ausblick über St. Martin zu genießen. Von hier aus hat man wirklich einmalige Kulissen, denn das Dunkel oder das tiefblaue Meer ist natürlich auch hier wieder zu sehen. Man sieht den Strand, wo natürlich auch direkt der berühmte Maho Beach gelegen ist, der berühmte Flughafenstrand hier auf St. Martin. Das ist ja so, ich glaube, der berühmteste Flughafen in der gesamten Karibik, denn kaum einer kennt es nicht, dieses Bild mit den Flugzeugen ganz niedrig über dem Strand. Das ist hier auf St. Martin, also man kann natürlich auch an die Strände, sehr empfehlen kann ich auch den Mullet Bay daneben, der soll sehr schön sein, habe ich von Zuschauern den Tipp bekommen, dass man den auch durchaus empfehlen kann. Heute aber mal ein bisschen anderes Programm, und heute Nachmittag geht es dann noch mit dem Katamaran in die Abendsonne, also auch noch ein sehr schöner Ausflug, und das Ganze heute mal nicht das typische Strandprogramm hier auf St. Martin, das steht dann im nächsten Hafen wieder an, auf der Isla Catalina. Während wir die ersten beiden Trauminseln St. Martin und Tortola nun hinter uns gelassen haben, navigieren wir mit einem Seetag vor der Küste Puerto Ricos in Richtung Dominikanische Republik, wo wir dann morgen die Isla Catalina erreichen werden. Ja, währenddessen die Sonnenliegen in der prallen Sonne zu Beginn der Reise relativ beliebt waren, ist es inzwischen so warm hier in der Karibik, dass nun eher die Schattenliegen beliebt sind. Etwa 33 Grad heute hier an dem Seetag vor der Küste Puerto Ricos, eigentlich traumhafte und wirklich karibische Bedingungen, die man sich hier wunderbar an Bord aushalten kann. Es gibt ja eben auch den ein oder anderen Schattenplatz, wo man sich aufhalten kann. Und bisher hat die Steuerbordseite, also den Fahrtrichtung rechts, bisher immer Schatten auf dem Balkon gehabt. Bald wird sich das Ganze dann ändern, wenn wir dann
zurück navigieren in Richtung Bremerhaven, also die Transatlantikreise antreten in Richtung Osten. Da hat dann die Backbordseite Schatten auf dem Balkon. Also vielleicht ganz interessant für eure Reiseplanung, auch gerade wenn ihr nur eine Atlantiküberquerung bucht auf einer Reise. Man hat immer die Sonne auf der Südseite, das heißt, wenn wir Richtung Westen fahren, hat eben die Steuerbordseite den Schatten auf dem Balkon und zurück ist es dann genau andersrum. Wir sind jetzt angekommen auf der Isla Catalina hier in der Dominikanischen Republik und ich muss sagen, ein traumhafter Strand, eine Privatinsel, die jetzt eben nur für uns hier von der Mein Schiff 1 ist und türkisfarbenes Wasser, weißer Sandstrand und eben Sonnenliegen hier direkt in der ersten Reihe. Wirklich wunderbar mit dem Blick auf die Mein Schiff 1 im Hintergrund. Man hat jetzt hier einige Wassersportmöglichkeiten. Es wird ein Barbecue geben, eine Bar, wie ich euch schon erzählt habe, alles im Premium, alles inklusive enthalten. Man muss natürlich auch dazu sagen, die Gäste, die jetzt ein frühes Tenderboot-Ticket haben, die haben einfach Glück mit der Auswahl der Liegen. Wenn man dann etwas später kommt und erst gegen 12 Uhr das Tender-Ticket reserviert hat, ja, dann hat man eben ja, das Prinzip hier, wer zuerst kommt, mal zuerst, geht jetzt hier eben auch bei den Liegen. Aber an sich natürlich wunderschön und im Laufe des Tages werden die ersten Gäste auch zurückfahren, dann wird wieder was frei. So, dass hier ein durchlaufendes Prinzip besteht. Ja, an sich wirklich toll. Es gibt Wassersportmöglichkeiten, da kann man mit US-Dollar bezahlen und hier die schönen Palmen und Sonnenschirme spenden auch etwas Schatten. Wir haben den zweiten Hafen der Dominikanischen Republik erreicht und soeben in La Romana festgemacht. Meistens ja Wechselhafen für Kreuzfahrten hier in der Karibik. Der Wechselhafen ist bei uns ja Bremerhaven, dementsprechend genügend Zeit, um hier heute La Romana und die Umgebung zu erkunden. Für mich geht es heute auf Ganztagesausflug. Zunächst auf die Palmega Sandbank und dann noch mit dem Truck ins Hinterland der Domrep, also sicherlich ganz spannend. Und ja, nachdem gestern das Rundum-Sorglos-Paket auf der Insel geboten wurde, mit einem Premium alles inklusive am Strand, wo wirklich nahezu fast alles bis auf die Massagen am Strand im Reisepreis enthalten waren, muss man sich heute eben wieder selbst um einen Ausflug bemühen. Entweder man geht individuell auf Erkundung mit dem Taxi oder so wie ich es dann eben tue heute mit dem Ganztagesausflug. 7,5 Stunden für 99 Euro. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet und ich nehme euch wieder mit.
Mit einer White Night Party haben wir gestern dann auch den zweiten Hafen der Dominikanischen Republik verlassen und sind nun unterwegs mit südlichem Kurs einmal quer durch das Karibische Meer, denn dort werden wir morgen Aruba erreichen. Ja, gestern noch ein wirklich sehr kontrastreicher Tag gewesen. Zunächst ein wunderschöner Strand bzw. ein Natural Pool mit türkisblauem Wasser. Also so wie man sich die Karibik vorstellt, sind wir mit dem Katamaran hingefahren und nachmittags dann nochmal eine Fahrt mit dem Truck durchs Hinterland. Und ich muss sagen, da ist das Kontrastprogramm wirklich ganz besonders klar geworden, denn gerade auch auf der Isla Catalina haben wir natürlich ein wunderschönes Paradies vorgefunden mit einem Standard, den wir von meinem Schiff kennen, denn die Crew hat gekocht, wir haben die Getränke von Bord genossen. Es war einfach ein traumhafter Tag. Aber es ist eben nicht nur die Dominikanische Republik. Es gibt eben auch viel Armut im Hinterland. Das gestern zu sehen, hat natürlich besonders dankbar gemacht für das, was wir hier erleben können und auch etwas demütig, denn ja, nicht alle Menschen auf dieser Welt können hier 35 Tage mit einem Kreuzfahrtschiff durch die Welt fahren und ja, das hat es gestern nochmal verdeutlicht. Nun sind wir unterwegs, nachdem wir dann gestern Abend abgelegt haben. Heute wieder 33 Grad, hat der Kapitän angekündigt. Also traumhafte Bedingungen hier im Karibischen Meer. Und da freut man sich schon ab und zu mal über eine Wolke, die auch mal über Schiff zieht. Heute teilweise bedeckt, aber auch viel Sonne mit dabei. Also perfekt für einen Seetag hier in der Karibik. Gestern war Bergfest mitten im Karibischen Meer hier von dieser 35-tägigen Kreuzfahrt. Und heute haben wir den Hafen erreicht, der am weitesten von Bremerhaven entfernt ist. Und zwar Aruba, die erste Insel der ABC-Inseln. Ja, ABC-Inseln hat nichts mit dem Alphabetlernen zu tun. Nein, es sind hier die drei Inseln, die eben mit ABC beginnen. So heute Aruba, morgen geht es weiter mit Curaçao und dann kommt auch noch Bonaire. Also wirklich tolle Inseln hier. Kurz vor der Küste Venezuelas, nur 25 Kilometer sind es von hier aus noch bis zum südamerikanischen Kontinent, wo dann auch Venezuela liegt. Ja, heute mache ich einen Ausflug mit zwei Stränden. Der beginnt hier heute am Arashi Beach im Norden der Insel. Ein Naturstrand mit Kakteen im Hintergrund, dem California Lighthouse, eines der Sehenswürdigkeiten der Insel. Und nachher geht es noch weiter zum Eagle Beach. Aber auch ein Besuch der Stadt Oranjestad, hier der Hauptstadt von Aruba, ist definitiv ein Besuch wert. Denn auch dort gibt es ja, interessante Architektur, interessante Farben der Gebäude. Und es lohnt sich einfach, dort am Nachmittag dann nochmal einen Spaziergang zu unternehmen. Morgen sind wir dann weiter unterwegs auf Curaçao. Und dann freue ich mich auch noch auf Bonaire. Also wirklich drei große Highlights hier auf den ABC-Inseln. Was ein schöner und besonderer Tag hier heute auf der Insel Curaçao, der zweiten ABC-Insel, die wir bereisen. Heute Vormittag zunächst am Knip Beach gewesen, also wirklich ein Postkartenmotiv hier auf der Insel. Wunderschön gewesen, türkisblaues Wasser, ein Traum für Schnorchler auch, ein toller Sandstrand. Und heute Morgen von 9 bis 11.30 Uhr war ich da auch gar nicht so voll gewesen, also durchaus eine Empfehlung, mal hier an den Knip Beach zu fahren auf Curaçao. Ja, den Nachmittag habe ich an Bord genutzt. Hatte noch einen Termin und jetzt den Abend hier noch in Willemstad. Denn das Schiff liegt bis 22 Uhr im Hafen, also genügend Zeit, um abends auch noch mal rauszugehen, das abendliche Flair zu genießen. Und ich habe euch ja gesagt, die Karibik, da sind nicht die Städte im Fokus, sondern meist die Natur. Hier in Willemstad sieht das Ganze ein bisschen anders aus, denn die Stadt hat durchaus noch ein bisschen was zu bieten. Es ist ganz schön, hier noch mal durchzugehen. Der niederländische Einfluss ist durchaus zu spüren. Holländisch ist ja auch hier die Sprache auf der Insel, unter anderem neben weiteren Sprachen. Ja, und ein bisschen was los ist auch noch im Hafen, nicht allzu viel, weniger als gedacht, aber ja, ist derzeit ja auch nicht so schlimm, wenn es nicht ganz so voll ist. Auf jeden Fall eine schöne Atmosphäre hier auf dieser schwimmenden Brücke, die geöffnet werden kann bei Bedarf und hier mit der beleuchteten Häuserfassade und nicht zu vergessen der Vollmond hier bei der Insel. Morgen geht es dann weiter auf Bonaire, der letzten Insel der ABC-Inseln auf unserem Reiseplan.
Ja, heute machen wir das ABC vollständig. Nach Aruba und Curaçao haben wir heute die dritte Insel der ABC-Inseln erreicht, und zwar Bonaire. Wir haben heute Morgen gegen 7 Uhr festgemacht, hier in Kralendijk in der Hauptstadt von Bonaire. Und heute steht wieder ein umfangreiches Programm an, den Ganztagesausflug. Es geht zunächst heute Vormittag über die Insel Bonaire mit den Sehenswürdigkeiten, die Insel zu bieten hat. Das klingt schon mal sehr gut. Dann gibt es eine anderthalbstündige Mittagspause, die man wahlweise an Land oder auch an Bord verbringen kann, was ich sehr gut gelöst finde, denn so kann man vielleicht an Bord kurz was essen oder sich auch dann noch die Dinge mitzunehmen für den Strand heute Nachmittag. Eine Badehose, vielleicht ein Bikini oder auch Handtücher, Schnorchel-Equipment, Badeschuhe, alles ganz wichtig, denn es geht heute Nachmittag mit dem Wassertaxi auf die kleine Nachbarinsel Klein Bonaire, ein wirkliches Naturparadies, eine unbewohnte Insel mit einem schönen Riff, Schildkröten findet man dort oft vor und ein traumhafter Strand mit türkisfarbenem Wasser, genauso wie man sich hier einen Tag in der Karibik vorstellt. Und ich bin gespannt, ist ja auch schon der vorletzte Tag hier in der Karibik, wir haben dann noch St. Lucia und das war's dann auch schon, also ich würde sagen, los geht's. St. Lucia, der letzte Hafen unserer Karibikreise, bevor es wieder zurück nach Europa geht. Sehr vielfältig die Karibikreise gewesen und so auch die letzte Insel hier in der Karibik, die sich wieder von einer ganz anderen Seite zeigt. Man muss wirklich sagen, sehr spannend, was die Insel so zu bieten hat. Viel Grünes, viel Natur und ganz besondere Vegetation. Ja, und das war eben ein toller Abschluss hier unserer Rundreise durch die Karibik. Und nun geht es heute Abend um 19 Uhr los in Richtung Madeira, unserem nächsten Hafen, den wir aber erst in einer Woche erreichen werden. Denn 6 Seetage und eine Atlantiküberquerung steht nun wieder auf dem Fahrplan. Ja, es kann losgehen und heute Abend wird das Ganze dann noch mit einer karibischen Poolparty auf dem Pooldeck zelebriert, bevor dann wieder viel Erholung und Entspannung auf hoher See ansteht.
Nach dieser wunderschönen Zeit in der Karibik sind wir nun wieder auf dem Rückweg in Richtung Europa und steuern von St. Lucia bis zu unserem nächsten Hafen Madeira. 4.970 Kilometer, also knapp 5.000 Kilometer haben wir zurückzulegen. Und heute, hier an diesem sonnigen Seetag, am dritten Seetag, befinden wir uns genau in der Mitte hier auf dem Atlantik. Wir haben auch schon den Atlantischen Rücken passiert, also diese Gebirgskette unter Wasser sozusagen, haben wir überfahren. Und heute findet dann auf dem Pooldeck, wenn wir genau um 16.30 Uhr die Mitte des Atlantiks erreicht haben, eine Atlantiktaufe statt. Ja, man kennt ja die Äquatortaufe, man kennt die Polarkreistaufe, und heute wird Captain Neptun? Jedenfalls wird Neptun aufs Pooldeck kommen und mit den Gästen eine Taufe durchführen. Es wird ein Zertifikat geben, wenn man gewisse Prüfungen bestanden hat. Und der Kapitän wird auch das Typhoon hier ertönen lassen. Mitten im Nichts, einfach der endlose Blick auf das blaue Meer tut wieder unheimlich gut. Und nach diesen ganzen Erlebnissen in der Karibik einfach wunderschön, diese 6 Seetage hier zwischen St. Lucia und Madeira zur absoluten Erholung hier auf dem Wohlfühlschiff auf der Mein Schiff 1 zu genießen. Ja, hallo, einen schönen guten Nachmittag. Schön, dass Sie heute da sind. Wie geht es Ihnen? Gut, super, wirklich schön. Also traumhaftes Wetter hier, schöne Stimmung. Genau. Herr Kapitän, es ist ja wirklich etwas Besonderes, dass man genau in der Mitte des Atlantiks sich befindet, das heißt zwischen Karibik und Madeira und nichts um einen herum, muss ganz man wirklich genau sagen. Und das ist wirklich so. Momentan sind wir genau in der Mitte zwischen Karibik und Madeira. Also das ist wirklich so. Also liebe Neptun, der Mein Schiff 1 ist gut auf den zweiten Teil des Atlantiks vorbereitet. Ich als Kapitän habe die Tauglichkeit unserer Gäste überprüft. Sie haben genug Sonne gehabt und genug Cocktails getrunken. Also sie sind jetzt bereit für etwas kältiges Wetter. 3, 2, 1, 0! Entertainment ist bei so einer 35-tägigen Kreuzfahrt natürlich auch ein ganz besonders wichtiger Punkt. Ja, hier wird viel geboten, wie zum Beispiel gestern die Atlantiktaufe auf dem Pooldeck. Während der warmen Temperaturen hat natürlich jetzt auch immer abends viel auf dem Pooldeck stattgefunden. Und jetzt nähern wir uns ja auf dem Rückweg langsam wieder den kälteren Gefilden. Da verlagert sich dann vieles ins Innere des Schiffes, so zum Beispiel in das Theater oder auch hier in die Schaubühne. So findet hier abends um 17 Uhr immer die Abendschau mit dem Kreuzfahrtdirektor Anton statt. Und heute bin ich sogar mal zu Gast hier als Talkgast in der Abendschau. Ihr seht schon, ich habe schon ein Mikrofon dran, mal Backstage hier an der Schaubühne, ganz spannend. Und dann darf ich ein bisschen erzählen über meinen Job, was ich hier mache und euch natürlich auch immer so berichte. Was ist das Geheimnis? Unter anderem ja, ein großer Bestandteil ist eben auch die Schiffe vorzustellen. Wenn ein neues Schiff, wie zum Beispiel die Mein Schiff 1 rauskommt, war ich glaube vor 3 Jahren ist es jetzt ja ungefähr gewesen, direkt auch noch vor den ersten Gästen mit an Bord, um das Schiff im Detail vorzustellen. Was hat die Mein Schiff 1 zu bieten, gerade weil das Schiff ja auch etwas anders ist als die 3 bis 6. Was hat sich verändert? Das ist super interessant. Ich glaube, allein dieses Video hat jetzt 90.000 Aufrufe von diesem Schiff hier, der Rundgang, den ich dann einen halben Tag produziert habe. Und das ist eben ein Bestandteil. Der andere Bestandteil ist dann eben die Reisen, die Kreuzfahrten auch zu begleiten, um dann das Schiff im Reiseverlauf nochmal kennenzulernen. Das ist immer ganz was anderes, als nur während ein paar Stunden an Bord zu sein und dann eben auch immer die Destination damit zu verbinden. Das ist mir immer wichtig, dass die Zuschauer, wenn sie meine Videos geschaut haben, nachher einen Mehrwert mitnehmen. Also dass sie etwas gelernt haben über das Schiff oder eben auch die Destination, bestenfalls eben beides. Jetzt schauen wir noch bei Fabian vielleicht ein bisschen. Thank you.
Manchmal kommen Dinge anders als geplant und so haben wir heute den 7. von 6 Seetagen in Richtung Madeira. Ja, wir haben auf dem Weg von St. Lucia in Richtung Europa dann 2 Tage vor unserer Ankunft auf Madeira ein Signal von der Küstenwache bekommen, dass sich ein Segler in Seenot befindet. Und da ist es natürlich selbstverständlich, dass wir dort zur Hilfe eilen. Wir haben dort eine Rettungsaktion gemacht. Am Abend des Samstages hat es noch gescheitert aufgrund der Wettersituation und der schlechten Sicht, aber am Sonntagmorgen ist es uns dann geglückt. Wir haben die Segler von ihrem Boot hier an Bord holen können und nehmen sie jetzt nun mit nach Madeira, kommen dementsprechend einen Tag später an. Das verhindert aber nicht die pünktliche Ankunft in Bremerhaven und es ist natürlich sehr, sehr toll und schön, dass wir eben helfen konnten. Das ist in der Seefahrt einfach Ehrensache, dass man dort hilft, wenn andere in Not sind. Und so haben wir mit der Mein Schiff 1 nun wirklich dort eine gute Tat gemacht. Ja, wir werden da Madeira erreichen. Einen Tag später werden dann von 9 bis 17 Uhr im Hafen liegen. Die Mein Schiff 4 macht dort für uns Platz. Also wirklich auch das sehr gut organisiert von TUI Cruises, dass man uns trotzdem diesen Anlauf dort ermöglicht, um eben auch natürlich die Segler dann schnellstmöglich an Land zu bringen, damit dort dann die Versorgung fortgesetzt werden kann und sie auch ihre Familien wiedersehen können. Dementsprechend wird es jetzt langsam immer kälter. Wir nähern uns Madeira an. Man merkt, dass man aus der Karibik jetzt wieder Richtung dem winterlichen Europa kommt. Aber hier entlang der Kanarischen Inseln sind wir ungefähr auf der Höhe der Kanaren. Ist es jetzt immer noch relativ warm. Aber wenn man aus der Karibik kommt und 30 Grad gewöhnt sind, sind so 21 Grad dann doch schon wieder relativ frisch. Ja, ich freue mich aber auf den Tag auf Madeira morgen. Steht ein toller Ausflug an. Und da nehme ich euch dann natürlich auch wieder mit. Seetagen haben wir nun Madeira erreicht, hier die portugiesische Insel im Atlantik nördlich der Kanaren. Ja, und es ist wirklich wunderbar, hier wieder einen Ausflug machen zu können oder eben auch individuell rausgehen zu können. Beides ist hier möglich, im Rahmen des Hygienekonzepts auf Madeira. Neu ist die Regelung, dass man auch in den Außenbereichen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen muss. Das schreibt die portugiesische Behörde gerade vor, auch für die Einheimischen, also nicht nur für Touristen. Dementsprechend alles auch irgendwo in Ordnung. Also man kann entweder nach Funchal heute auf eigene Faust die Umgebung erkunden, vielleicht zum Berg Monte hoch mit dem Korbschlitten wieder runter. Also wirklich ein empfehlenswertes Programm, das ich letztens vor wenigen Wochen erst mit einem anderen Schiff gemacht hatte und hier vorgestellt habe. Dementsprechend habe ich mich heute für einen Ausflug entschieden. Und zwar heißt der Soviet Madeira zum Genuss 4 Stunden für 47 Euro und tatsächlich bisher sehr schön gewesen. Wir waren an der Steilküste, an der höchsten Steilklippe Europas mit dem Skywalk 580 Meter hoch.
Dann sind wir durch die Weinberge gefahren. Wir haben eine Wein- und Käseverkostung gehabt. Jetzt sind wir hier noch in einem Fischerort. Also wirklich ein toller Ausflug, der sich lohnt und man viel erkunden kann. Alternativ könnte man natürlich auch einen Mietwagen nehmen. Habe ich auch schon viel Positives darüber gehört. Hier viele Kunden, aber um 16.30 Uhr schon wieder alle Mann an Bord. Von daher war mir das persönlich etwas knapp, denn dann heißt es wieder zurück Richtung Bremerhaven, zurück in die Kälte. Mit 4 Seetagen geht es dann zurück nach Deutschland. Wir haben den letzten Hafen dieser Reise, Madeira in Portugal, nun hinter uns gelassen und werden mit 4 letzten Seetagen in Richtung Bremerhaven navigieren. Mit nördlichem Kurs, das heißt, es wird immer kälter und frischer. Heute noch 18 Grad, wird sich das demnächst dann ein bisschen ändern. Es wird immer kälter, zu Hause fällt schon der erste Schnee und dementsprechend werden sich die Temperaturen hier auf jeden Fall auch in den einstelligen Bereich bewegen, sodass man jetzt heute noch ganz gut die Außendecks und den Balkon auch nutzen kann. Das wird sich dann aber bald ändern, sodass man natürlich auch nochmal gut im Inneren des Schiffes dann das Restaurant- und Barkonzept hier mit dem All-Inclusive-Konzept genießen kann. Zahlreiche Bars in den Innenbereichen, TUI-Bar, Lumas-Bar, Schaubar etc. und natürlich auch die vielen Restaurants. Hier oben auf Deck 12 das Ankelmannsplatz-Restaurant, also Buffet-Konzept, dann noch das Fischmarkt, dann unten das Atlantik-Klassik und Atlantik-Mediterran als Hauptrestaurants, wo es dann abends die beliebten 5-Gänge-Menü gibt. Man muss dazu wissen, seit der Hälfte der Reise wiederholen sich die Menüs, aber das ist gar nicht so schlimm, wie ich finde, denn die Vielfalt ist hier einfach so groß. Man kann viele verschiedene Restaurants wählen. Hinzu kommen dann noch die 3 Exklusivrestaurants hinten am Heck in einem Diamanten, das Esszimmer, das Cucinare und das Surf and Turf Steakhouse. Und dann gibt es noch so die kleineren Restaurants, die teilweise nur mittags geöffnet haben, wie zum Beispiel der Bosporus Grill und das ganz schön gesund Bistro, was ich persönlich sehr gut finde, ein Fokus auf gesunder Küche. Es gibt wenig Kohlenhydrate, es wird mit gesunden Fetten gekocht. Dementsprechend kann man da mit gutem Gewissen mittags essen gehen und das habe ich tatsächlich fast an jedem Seetag dort auch genutzt und gemacht. Ja, und ansonsten ein Tag- und Nachtbistro noch, was fast 24 Stunden geöffnet hat. Also ihr merkt selbst, die Vielfalt ist hier wirklich sehr, sehr groß. Ja, und es wird langsam kälter, die Wolke ist inzwischen vor der Sonne, kann ich auch meine Brille abnehmen, sodass es ja, immer weihnachtlicher wird. Es wird einen Weihnachtsmarkt auf dem Pooldeck geben, es wird sich im Inneren des Schiffes, verzaubert sich alles immer mehr weihnachtlich. Ja, wenn wir zurückkommen am 5. Dezember, ist tatsächlich ja auch schon total die Weihnachtssaison, auch in Deutschland. Dementsprechend hat man hier an Bord auch schon vorgesorgt.
Die letzten Tage hier auf dem Nordatlantik sind nochmal genau das Gegenteil von dem, was wir in der Karibik erlebt haben. Dort war es warm, wir hatten wenig Wind, viel Sonnenschein, man konnte auf dem Pooldeck liegen und einfach nur die Wärme genießen. Ja, inzwischen hat uns der Winter wieder eingeholt. Es ist kalt geworden, windig, wellig. Wir haben heute hier in der Biskaya 4 bis 5 Meter hohe Wellen. Das Schiff ist also gut in Bewegung, was mir persönlich ja gut gefällt. Und es ist für die Außendecks inzwischen einfach zu kalt. 2 Seetage stehen noch an bis Bremerhaven. Genügend Zeit, um zum Beispiel die Sauna zu benutzen, die ja auch im Reisepreis enthalten ist. Und nun im Rahmen des Hygienekonzepts wieder unkomplizierter zu nutzen ist, ohne vorherige Anmeldung. Der Lektor hat einige Vorträge im Angebot. Es gibt Malkurse im ATG, es gibt sehr, sehr viel Programm, aber jetzt eben überwiegend im Inneren des Schiffes. Ja, es ist ein doch, wie ich finde, schöner Ausklang dieser Reise und man gewöhnt sich langsam wieder an die Zeitzone. Tagsüber wurde die Zeit immer oder oft 1 Stunde zurückgestellt. Wir sind nun wieder in der deutschen Zeitzone angelangt und auch an die Temperaturen gewöhnt man sich. Und ein weiterer Vorteil, man hat keine Gepäckgrenzen für den Rückflug, es steht keine lästige Abreise an. Wir kommen in Bremerhaven an, jeder Gast kann so viele Koffer wieder von Bord mitnehmen, wie er auch mitgebracht hat, ohne sich da um das Gewicht Sorgen machen zu müssen. Also tatsächlich eine sehr besondere Reise, wie man sagen muss. 5 Wochen war ich jetzt hier auf der Mein Schiff 1 unterwegs, habe euch sehr, sehr viel gezeigt, viele besondere Erlebnisse an Land, aber auch an Bord. Und wenn ihr mich nach meinem Highlight fragen könntet, dann würde ich sagen, es war tatsächlich die Isla Catalina, die Privatinsel in der Dominikanischen Republik, die wir für einen Tag hatten. Denn dort gab es eben dieses Rundum-Sorglos-Paket, an das man sich ja in den Seetagen an Bord natürlich sehr gewöhnt, auch an Land. Anders gesehen ist es natürlich auch toll, die Länder zu erkunden, was ich ja auch in vielen Ländern gemacht habe. Am nächsten Tag zum Beispiel in La Romana in der Dominikanischen Republik richtig ins Hinterland rein und die Kontraste zu sehen. Natürlich so eben auch, um ein bisschen was über die Einheimischen zu erfahren. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich werde jetzt die letzten 2-3 Tage auch nochmal nutzen, um mich weiter intensiv auf mein Masterstudium vorzubereiten, denn dort stehen jetzt auch einige Prüfungen im Dezember an. Dementsprechend vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier diesen XXL-Vlog anzusehen. Und ich denke mal, mit der Kleidergröße, da so ist es nicht gekommen, denn alles geht noch zu. Ja, vielen Dank und wenn ihr Interesse habt, schaut gerne mal unter meinschiffberater.com vorbei, denn dort könnt ihr eure nächste Reise buchen und mich damit unterstützen. Diese Reise wird ja so in der Form auch noch 2-mal angeboten. Vielleicht habt ihr ja Lust drauf bekommen. Abonniert gerne den Kanal Kreuzfahrturlauber, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video hier auf kreuzfahrturlauber.de. Bis bald, euer Fabian.